Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute einem Tag, den ich im englischsprachigen Booktube YouTube entdeckt habe. Und zwar ist es der Déjà-vu-Tag. Und er dreht sich so ein bisschen um Rereads, um Reihen, um Bücher, die man eben mehrfach schon gelesen hat. Und ich fand die Fragen ganz spannend und ich bin ja selbst ein großer Fan von Rereads und dachte, wir widmen uns den 11 bzw. 12 Fragen, wobei die 12. Frage deine Aufgabe ist. Aber ja, ich packe die Fragen unten übersetzt ins Deutsche schon mal in die Infobox. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Vielleicht habt ihr ja auch als Zuschauer Lust, einfach via Kommentar mitzumachen und ja, wir starten einfach mal mit der ersten Frage. Machst du Rereads und wenn ja, wie oft? Also ich bin ein großer Fan von Rereads. Ich habe einige meiner Bücher schon des wiederholten Males gelesen und es gibt so Kandidaten, die ich gefühlt jährlich alle 2 Jahre mal lese. Also es kommt durchaus öfter im Jahr vor, dass ich zu Büchern greife, die ich schon kenne. Hat immer ganz unterschiedliche Gründe, egal ob es dann motivierend ist, ob man zu einem gewissen Gefühl zurückkehren möchte, ob man einfach sich wieder heimelig fühlen möchte, wenn man in die Geschichte eintaucht. Also bei mir kommt das tatsächlich recht häufig vor und mehrmals im Jahr. Die zweite Frage ist, warum machst du Rereads? Beziehungsweise, wenn man keine macht, warum man keine macht? Ich mache Rereads, weil ich eben gerne in eine Geschichte nochmal zurückkehren möchte, wenn mir Geschichten besonders gut gefallen und ich mit denen auch irgendwas verbinde, dann auch wirklich ein Gefühl habe, wie nach Hause kommen, wie die Welt nochmal entdecken, die Charaktere nochmal treffen. Das sind für mich so ein bisschen Gründe, diese Geschichten einfach nochmal zu entdecken. Zudem ist man ja auch nach einer gewissen Zeit ein anderer Mensch und versteht vielleicht Geschichten tatsächlich auch nochmal anders und dann interessiert es mich natürlich auch, fesselt mich heute eine Geschichte nochmal so wie vielleicht auch vor 10 Jahren. Manchmal ja, manchmal nein. Und ich mag das super gerne. Ich kann verstehen, wenn da oft genannt wird, dass man ja so viele tolle neue Bücher im Grunde im Regal hat, die man entdecken möchte, sich dafür keine Zeit nimmt. Aber ich glaube, es war die alte Nan in Das Lied von Eis und Feuer, die zu irgendeinem der Stark-Jungs gesagt hat, ein Buch, weil es einem gefallen hat, nicht nochmal zu lesen, wäre so, als ob man einen liebgewonnenen Freund nicht nochmal wiedersehen möchte, weil man eben neue Menschen Bücher entdecken könnte. Irgendwie so. Haltet mich nicht ganz an dem Zitat fest, aber so empfinde ich das auch. Ja, Lieblingsgeschichten, finde ich, muss man gefühlt einfach öfter lesen. Dritte Frage, welches Buch ist dein Lieblings-Reread-Buch? Und das ist für mich, ich glaube, tatsächlich Harry Potter. Das ist, glaube ich, die Reihe und auch die einzelnen Bücher, die ich am meisten seit dem Erscheinen gereadet habe, wiederholt gelesen habe. Gefühlt wirklich fast jährlich oder auch alle 2 Jahre greife ich zu den Büchern oder jetzt auch zu den Hörbüchern von Rufus Beck, die ich sehr toll vertont finde. Und ich glaube tatsächlich, dass die Harry Potter-Bücher die sind, die ich am meisten gelesen habe. Gefolgt wahrscheinlich vom Herrn der Ringe und auch von Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Auch Geschichten, die ich gefühlt sehr häufig alle 2, 3 Jahre lese und ja dann manchmal auch in einer anderen Sprache entdecke. Aber Harry Potter ist definitiv das liebste Reread-Buch. Vierte Frage, welches Buch möchtest du gern nochmal lesen? Und da gibt es so einige Kandidaten in meinem Highlight-Regal. Angefangen, glaube ich, tatsächlich mit der Passage-Trilogie von Justin Cronin. Die kitzelt mich sehr in den Fingern, mir diese wahnsinnig epische Reihe nochmal herzunehmen. Ich würde sie super gerne hören, allerdings gibt es den ersten Band nur gekürzt und ich glaube auch gefühlt fast um ein Drittel, wenn überhaupt so wenig, was für mich überhaupt keinen Sinn macht. Ich glaube auch, dass ich mal wieder Bock hätte, einen älteren Eschbach zu lesen, wie das Jesus-Video oder 1 Billion Dollar. Ich glaube, irgendwann wäre auch mal wieder Terror von Dan Simmons dran. Auch der ein oder andere King, wie zum Beispiel, was hatten wir letztens gesagt, das Feuerkind würde ich gerne nochmal rereaden und noch irgendein steht auf meiner Liste, ich habe es gerade verdrängt, aber das wäre etwas, was ich definitiv vielleicht sogar in nächster Zeit nochmal lesen möchte. Ja, ansonsten wäre jetzt, da der 4. Band erschienen ist, auch Elias und Laia dran, zumindest Band 1 und 2 nochmal rereaden, Band 3 und 4 dann neu entdecken und ja, ich glaube, dass wenn ich so mich im Regal umgucke, das wäre es auf jeden Fall. Ja, vielleicht auch mal in diesem Jahr nochmal Harpe Kerkeling, ich bin da mal weg. Auch ein Buch, was ich schon 3, 4 Mal gehört und gelesen habe. Fünfte Frage, welches Buch
vermeintlich, was man auf dem Sub hat oder auf der Wunschliste hat, ist so gut, dass es nochmal gelesen werden könnte. Und mit der Frage habe ich mir tatsächlich ein bisschen schwerer getan, weil es ist natürlich eine Highlights-Vermutung, wo man sagt, okay, das könnte so gut werden, dass man es dann nochmal liest. Ich habe hier eine Reihe von Brandon Sanderson, wo ich mir vorstellen könnte, sind die Kinder des Nebels, ist der erste Band, dass das wirklich eine Reihe ist, die man öfter liest. Ich möchte irgendwann mal mit der Rad der Zeit anfangen von Robert Jordan. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass das eine Fantasy-Reihe ist, die man nochmal liest. Und sollte ich dann nochmal Dune von Frank Herbert beginnen, wäre auch das eigentlich so ein Kandidat, wo man zumindest vielleicht den ersten Band immer mal wieder liest. So, als Versuchung. Jetzt habe ich natürlich nur irgendwie dicke Wälzer genannt, aber das sind, glaube ich, so die Bücher, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie Highlights werden und dann eben irgendwann auch mal gereadet werden. Sechste Frage. Welches Buch aus deiner Jugend klingt interessant genug, um es nochmal zu lesen? Also da gibt es natürlich einige Kinder- und Jugendbücher. Ich habe eine coole Ausgabe vom Alice im Wunderland hier, die ich unbedingt dieses Jahr auch nochmal rereaden möchte. Ich habe sie vor Jahren gelesen. Die unendliche Geschichte ist immer wieder ein Buch, zu dem ich gerne greife und rereade. Sonst ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Es sind tatsächlich eher so Märchen. Es ist dann Winnie the Pooh, es ist Peter Pan, es ist das letzte Einhorn. Ich glaube, das sind Bücher, wo man einfach jetzt mal als Erwachsener sagt, die haben einen als Kind, Jugendlicher irgendwie begleitet, vielleicht bis man irgendwie 20 war und dann habe ich es jetzt irgendwie 15, 20 Jahre irgendwie nicht mehr gelesen. Ja, das wäre vielleicht tatsächlich sowas in diese Richtung, ja. Siebte Frage. Welches Buch oder welche Reihe war so komplex, dass man erst beim wiederholten Lesen verstanden hat oder verstehen kann? Ich glaube tatsächlich, dass das Silmarillion so ein Buch ist, was man beim ersten Mal lesen irgendwie total verwirrt liest und umso mehr man dann aus Mittelerde liest und versteht und Zusammenhänge zusammenbringt, ich glaube, umso mehr hat man dann auch dieses Buch verstanden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Lied von Eis und Feuer an manchen Stellen so komplex ist und war, dass man sich tatsächlich leichter tut, wenn man es ein zweites Mal liest oder wenn man vielleicht auch dann die Serie dazu schaut, insofern das wie ein Reread zählt. Das ist, glaube ich, schon tatsächlich sowas, wo man sagt, oh, es gibt auch Bücher, die so Mindfunk-Gedanken haben, wo man denkt, oh, da möchte ich beim zweiten Mal lesen besonders drauf achten, wie mir das so auffällt. Ich möchte jetzt auch gar kein Buch nennen, was mir da einfällt, aber da gibt es Bücher, die man dann natürlich beim zweiten Mal lesen mit ganz anderen Augen liest und dann umso gespannter ist, was einem da so auffällt. Also ja, ich würde schon sagen, dass Silmarillion, überhaupt so die Mittelerde-Bücher von Tolkien, die kommen in einen guten Kontext, umso öfter man eintaucht und auch, wenn man dann wirklich ein zweites, drittes Mal in diese Bücher eintaucht. Achte Frage, welche Genre eignet sich am besten für ein Reread? Ich glaube, dass ziemlich viele Genres dafür geeignet sind. Ich glaube, Fantasy funktioniert toll, ich glaube, Science Fiction, ich glaube auch Liebesromane, natürlich auch Sachbücher, Autobiografien. Was, glaube ich, nicht so gut funktioniert, wären wahrscheinlich Krimis und Thriller, überhaupt vielleicht so Spannungsromane, wo eben das Besondere an dem Buch daran liegt, dass man eben diese Spannung aufrechterhält, dass man nicht weiß, wer ist der Mörder, wer wird umgebracht, wie ist die Auflösung, wo man so mitfiebert, weil man ja dann das Ende am Ende eben auch einfach schon kennt und ob es dann wirklich ja, so passt, ist natürlich tatsächlich die Frage. Ne? Also ich glaube, Thriller, Krimi, Spannungsromane, das ist, glaube ich, eher schwierig. Da habe ich auch relativ wenige so nochmal gelesen. Ja, denke ich. Oder es muss dann einfach lang genug her sein. Aber ich glaube, grundsätzlich eignet sich eigentlich jedes Buch dafür. Neunte Frage. Gibt es ein Buch, was dir beim Reread sogar noch besser gefallen hat? Und das ist sehr schwierig, weil die Meinung meistens tatsächlich schon recht ähnlich bleibt. Aber ich glaube, ein Buch, was mir immer wieder aufs Neue noch ein bisschen mehr gefällt, ist tatsächlich Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Ein Buch, was ich mehrfach im Deutschen und auch schon im Englischen gelesen habe. Und das ist immer wieder was, wo ich mich neu verliebe, noch mehr Fan von dieser Geschichte werde, diese Charaktere noch mehr ins Herz schließe. Und ja, natürlich auch Harry Potter, sonst würde ich es natürlich nicht lesen. Aber Harry Potter war schon immer ein Highlight. Das ist auch ein Highlight. Aber ich glaube, dass das tatsächlich Das Schicksal ist ein mieser Verräter ein Buch ist, was mir immer noch mehr gefällt, mir noch mehr gibt, mir noch mehr zurückgibt und ja. Die zehnte Frage ist dann genau das Gegenteil. Welches Buch hat dich beim Reread enttäuscht, beziehungsweise war dann schlechter? Und ich habe es mal mit einem Dan Brown probiert.
Das fand ich tatsächlich beim zweiten Mal lesen irgendwie nicht mehr so spektakulär. Ich habe auch angefangen, die Edelstein-Trilogie, ja jetzt als etwas erwachsenerer Mensch, nochmals zu lesen und fand das dann überhaupt nicht mehr überzeugend und war sehr kritisch dieser Buchreihe gegenüber und ja, war damit gar nicht mehr so konform. Also es waren dann wirklich Bücher, die ich nicht mehr so gefeiert habe. Und es gibt bestimmt auch noch andere Bücher, aber das sind jetzt so die zwei, wo ich denke, ja, die waren beim Reread irgendwie nicht mehr so gut. 11. Frage, welches Buch möchtest du noch in diesem Jahr rereaden? Ich habe es ja schon gesagt, ich liebe Eugle mit der Passage-Trilogie und vielleicht klappt das ja in diesem Jahr. Und auch mit Alice im Wunderland, wo ich eine sehr coole illustrierte Ausgabe habe. Das würde ich auf jeden Fall, glaube ich, auch dieses Jahr noch sehr gerne rereaden. Und die 12. Frage ist dann eine Aufgabe und zwar tagge liebe Menschen. Und da der Tag jetzt gefühlt ja frisch auf dem deutschen Booktube-Markt unterwegs ist, freue ich mich über jeden, der Lust hat, mal so ein bisschen über seine Reread-Erfahrungen und Gedanken zu sprechen. Da würde ich mich sehr freuen. Jeder, der sich gerne getaggt fühlen möchte, darf sich natürlich den Tag jetzt mopsen und die Antworten dazu geben. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr dann ein Video gedreht habt, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir in den Kommentaren einen Hinweis da lasst, sodass ich dann auch einfach mal sehe und mir natürlich dann auch eure Antworten und Gedanken dazu anschauen kann. Und natürlich auch an euch Zuschauer, wenn ihr Lust habt, beantwortet die Fragen oder ein oder andere Frage unten in den Kommentaren, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.